So. Weiter geht's. Ach, ich muss ja wieder zum Haus zurück. Oh Gott. Also bis 2 Uhr ungefähr kann ich. Das habe ich mir schon gedacht. Hm? Weil du am Tempel denken. Badam. Willst du jetzt noch frech werden, Dummer? Ja, immer doch. Kein Stress. So. Wir sind ja hoffentlich nicht zusammen in der Lobby. Oder? Nein. Nee. Allein. Ich bin in der Einladungslobby, ja, warte. Ohne dass ich abgeknallt werde. Ich bin auch eine Einladungslobby, aber kein Schwein da. No. Also ich bin jetzt unterwegs zum Apartment, sind 1,3 Kilometer. Ich lade euch sofort ein. So, dann gehen wir mal hoch. Ah, hier. Genau. Das hat jetzt keiner gehört, ja. Hä? Kann ich das klauen, oder? Ja. Tatsache. Das war das erste, ja. Ach du Scheiße, es geht sowas von schief. Einladungen sind raus. Hochziehen. Ich hab Flugzeug soeben geklappt. Komm mal. Hey, jetzt sieht's auch gut aus. Jetzt stehen nämlich alle, auch die Q-Tags dahinter. Ich komme. Es reicht, wenn du erscheinst. Fährst du eigentlich heute Abend wieder? Wie immer, oder? Ja. Wie immer, auf die Mädels muss man warten. Wir fahren heute Abend um 19.30 Uhr. Da wir 17 Leute sind. So, sagt Bescheid, wenn ich einladen kann, wenn ich starten kann. Ich werde wieder auf Sperr stellen. Von mir aus ist okay. Bin bereit. Baby? Mhm. Okay, man, let's go. Nee, wir fahren Kanada heute Abend. Okay. Mal gucken. Durchaus Punkte drin. So, okay. Was machen wir denn hier? Schön, jetzt machen wir sowas. So, klassisch. Bei mir hat's noch Sitzung wird gestartet. Ich habe noch gar nichts gestartet. Also der Bildschirm, ja. Der vorige. So, der wartet eh, bis ihr alle bereit seid. Ihr habt sonst noch 4,5 Minütchen. So, alles gut. Oh, Yvonne, schönes Outfit. Mm. So. Leoparden-Leggings. Ja. Vor allem so hauteng, bauchfrei. Ja. So ein Sporttop. Hat was bestimmt an oder aus. So. Deine Maske hatte übrigens gerade genau die gleichen Augen wie dein Charakter, Thomas. Okay. Wenn du fertig bist, Thomas, einfach X drücken auf bereit, dann können wir starten.
Genau, perfekt. Und die nachher sauer wird. Yvonne, die einzigste mit Style in der Gruppe. Oh, wir haben schon was Crewtech auf dem Auto. Sehe ich gerade. Hey. Aber wir haben noch nicht. Ich kann es noch nicht machen, weil wir Q-Rang 10 brauchen. Ich habe übrigens den Crew-Rang einen eigenen Namen gegeben, ne? Okay. Warte mal, der fährt bestimmt hier oben rum. Ah, jeder. Gut, okay, wir fahren mit ja, jedem mit dem eigenen Auto. Aber ist okay eigentlich. Ja, ah, wer will denn. Wir den besser gestoppt. Ja, ja, hab ich mir gerade schon gedacht in dem Moment. Mit dem alten Duke fahren wir. Wer will denn überhaupt gleich fahren? Mal so nebenbei. Nee, das meine ich nicht, den Bus nachher. Deswegen habe ich mir ein Scharfschützengewehr besorgt. Ja, genau, zieh den Moment rüber. Ihr seid eher da wie hier. Das glaube ich nicht, ich bin unterwegs. Ich bin jetzt gerade in Höhe von dem, glaub, von dem Damm. Weit von der Karte her habe ich geguckt. Ich fahre mit die Wunde über die Berge. Okay, wir fahren. Wir fahren Autobahn. Hm. Sei froh, normalerweise ist es doch bestimmt andersrum. Ist dir das angenehmer? Das ist interessant. Interessante Fahrtkunst. Sehr interessant. Das nennt sich Abkühlung. Aber so ist es eben, wenn eine Frau Auto fährt. Nee, ja. Also ich bin jetzt am Bus. Ja, warte, ich mach schon. Soll ich das Sicherheitsteam schon mal anfangen auszuschalten? Oh, ey. Scheiße. Meine Fresse, ey, ich könnte kotzen. Was passiert? Ich wollte den Fahrer erschießen, gar nicht gut, kommt genau in dem Moment ein Auto mir direkt vor die Linse gefahren. Oh, ich könnte kotzen. Das erste Auto ist schon ausgeschaltet. Ich setze mich jetzt hinter den Bus. Geh weg mit dem scheiß LKW. Ich bin auf Mission. Das hat das letzte Mal wunderbar funktioniert, wo ich das mit Randoms gemacht habe. Den Fahrer erschossen, zack, Bus genommen, weg war ich. Weg da. Jetzt. Sehr gut. Setz dir am besten hier oben direkt auf die Gleisen. Damit dann... Ich bin runtergefallen. Kommst du wieder hoch oder soll ich umsetzen? Ja, 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 nein, ich mach schon. Okay, setz dir am besten direkt hier auf die Gleisen. Du müsstest nur erstmal hier die Dinger abschießen, die Leute, bevor die mich erschießen. Ja. Bin dabei. Oh, wer rammt denn da? Ich nicht. NPC. Weg damit hier. Oh, Entschuldigung. Es müsste mal einer noch den Helikopter irgendwie, ja. Ja, ich bin unterwegs. Du hättest aber einfach nur auf den Gleisen sein müssen, bleiben müssen. Wenn man kommt Tunnel, dann bist du eine Idee los.
Könnte mal einer bitte den Heli abschießen? Bin doch dabei. Ja, ich bin auch gleich tot. Warte. Mal ein bisschen hinne machen. Ich bin noch dran. Ja. Ich hab den nicht getroffen vom Auto aus. Und ich kann nicht aussteigen, wenn ich 10.000 Leute um mich rum hab. Komm, egal, schaffen wir weiter. Wir sind jetzt wahrscheinlich Erik am Heli, am Bus. Ich schalte den Heli jetzt gleich instant aus. Ich ziehe den jetzt als erstes raus aus dem Rennen. Bis vor der Bus, bis vor der als Begleitung dann quasi. Ja, was kann ich dafür, wenn der da einfach so blind rüberzieht? Teilweise ziehen die NPCs den so direkt ins Zentrum von die Karre. Wie gesagt, ich schalte den Heli jetzt als erstes aus, bevor er an den Bus rangeht. So, Fahrer ist tot. Heli ist weg. Ach, du hast den Fahrbus schon, okay. Am besten brauchst du ein Begleitfahrzeug, Markus, oder sollen wir uns trennen? Geht schon. Okay. Ich versuche nur hier irgendwo gerade hier in die Wüste zu fahren, wo die eigentlich finden. Wie sieht's bei euch beiden aus? Kopf weg oder was? Oder dran? Ja, komm weg. Okay, sehr gut. Bei mir blinkt auch schon. Der Bus haben wir schon, der Heli ist weg. So, bei mir sind die Cops weg. Ich muss aber noch warten, bis ihr alle Cops los seid. Meiner sind auch weg. Wie sieht's bei euch aus, Thomas? Fängt jetzt gleich an, die Hingungs nochmal hin. Okay. Blinken. Okay. Ach, hier steht da oben, okay. Weg. Sehr gut.
Warte, bist du. Warte, sorry. Ich muss nur ein bisschen schwungeln, sonst wäre ich nicht mehr in den Hügel wieder gekommen. Ja, alles gut. Ich glaube, wir sind weit rückwärts gefahren. Ich glaube, das könnte ein Polizeifahrzeug sein. Vorsicht mal kurz. Der Typ hier vor, der fährt der Schwarze. Ja, deswegen fährst du mich hinten rein, ja? Weil ich das nicht habe gekriegt, dass du bremst. Guck mal, diese NPCs, die einfach die Karre fahren. Sehr gut, Leute. Notwendig. Ja. Der denkt, wir sind auch mal gerade ein bescheuerter Haufen. Solch unfähige Leute. Hä? Der denkt bestimmt auch unfähige Leute. Dankeschön. Bitte. Alles gut, wir haben es ja Gott sei Dank dann hingekriegt. Also habe ich den Buzzer, der am Flughafen war, doch nicht gebraucht. Wie gesagt, ich habe da gesagt, ich schalte den Heli jetzt direkt als erstes aus. Das war das Problem am ersten Mal, weil dass der Heli noch drin war. Ich habe den aber nicht erwischt bekommen. Ja, falls du das nicht erwischt hast. Kein, ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche Dinge dann halt nochmal etwas anders zu machen, wenn ich weiß, ich scheitere. Gut. Ich muss ja so. Warte mal. Nee, lässt doch Schikane, ne? Ah, ich brauche keine Dings. Jetzt muss ich wieder zurück zum Apartment fahren. Ich gehe kotzen. Ich hasse das. Wenn du hier draußen irgendwo in der Pampa stehst, dann jetzt den Weg zurück zum Apartment fahren musst. Weil dann lade ich euch gleich in den nächsten Teil ein. Ich weiß jetzt gerade nur nicht auf Anhieb, was passiert als nächstes. Ich glaube, jetzt kommt gleich die Kumpel, dass du mit den Cops oder den Busfahrplan holen musst, oder? Das ist wieder so, glaube ich, so ein Zweier-Ding. Dann gehe ich mal kurz auf Toilette. Ja, klar. Wir haben jetzt ein paar Minuten Luft. Wie gesagt, ich brauche erstmal ein Stück, bis ich aus der Wüste oben in meinem Apartment bin. Hier geht's durch.
tippe mal, das ist schon nur das kleine Apartment, ne? Ich glaube, dass nicht das da Planungsraum drin ist. Könnte aber auch sein. Ja, doch. Sehr gut. Perfekt. Genau, Station, ja. Wäre das nächste.